Und herzlich willkommen auch zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, heute habe ich irgendwie mal so ein etwas Gedankendenken-Dings da. Ich muss sagen, ich kenne mich mit dem Gebiet nicht ganz so aus, aber ja. Als ich 18 geworden bin, habe ich voll die Panik gekriegt nach dem Motto, jetzt bin ich geschäftsfähig, jetzt kann ich nicht mehr sagen, Mama, mach mal. Und ab da konnte ich dann selbst solche Sachen machen, wie Abos abschließen oder hatte so Sachen machen wie, naja, eigentlich fällt mir jetzt gerade bloß Abos abschließen und sich und Alkohol trinken auf die Schnelle ein. Ja, mache ich beides nicht oft. Ja, und dann war es gerade so, dass ich zufälligerweise gesehen habe, dass Audible, das ist dieses Hörbuch-Dings da von Amazon, dass die gerade das Angebot haben, dass man einen Probemonat machen kann. Den habe ich dann also gemacht, habe ich dann angefangen, habe dann aber auch sofort das Abo wieder gekündigt und habe dann aber entdeckt, dass die auch noch zusätzlich gerade ein zweites Abo haben, nämlich die Möglichkeit, nur die Hälfte vom Preis für 3 Monate zahlen. Das sind dann, ich runde es jetzt auf, ungefähr 5 Euro. Und dann hat man 3 Monate lang und kann dann davon 3 Hörbücher kaufen. Und wenn wir den Probeabo, wenn man das Probeding davor schon mal macht, dann kündigt es gar 4. Also, nur so als Anmerkung. Und da gibt es ja auch dann sowas wie halbe Bücher, wo man dann zum Beispiel aus den 4 8 Bücher machen kann. Ja, bisschen blöd, wenn man einen Finger zu wenig hoch zeigt. Ja, und das habe ich dann jetzt gerade gemacht und habe mir dann, und wenn dann diese 3 Monate vorbei sind, das ist bei mir dann im August, dann habe ich geplant, das Abo dann auch erstmal zu kündigen und ja. Und ja, dann habe ich vor ein paar Tagen aber auch noch so ein Abo von der, ein Probemonat von der Zeitung abgeschlossen. Der ist unverbindlich, ohne alles. Heißt zumindest, ich hoffe jetzt, drück mir mal die Daumen, weil meine Mama ist da schon etwas sauer diesbezüglich, weil ich habe das dann so in einer Nacht- und Nebelaktion und ja. Ja, und als ich das dann so gemacht habe, habe ich mich daran erinnert, was ich mit 18 so überlegt habe. Mit 18 habe ich nämlich ernsthaft überlegt, ob ich meine Mutter einfach die komplette Vollmacht überlasse und sie dann mehr oder weniger meine betreuende Betreuerin wird und nicht nur meine Mom, sondern dass sie dann wirklich alle Entscheidungen treffen kann. Und ja, meine Mama hat gesagt, das machen wir nicht, das ist Schwachsinn und so weiter. Und ja, heute haben wir dann mal wieder drüber geredet. Ich weiß jetzt eigentlich in einem ganz anderen Kontext, aber war halt dann so. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, was da eigentlich alles dahinter dann ist. Und das wusste ich mit 18 noch überhaupt nicht. Und habe ich dann, als ich dann heute so jetzt gerade drüber nachgedacht habe, fand ich dann doch, dass das ganz schön. Ja, also zum Beispiel selbst meine Mom ist dann die, die über alles entscheiden muss oder kann oder soll. Und zwar, was ich dann essen, also wenn ich kann nicht mehr einkaufen selbst, also das müsste sie dann machen. Ich darf keine Abos abschließen, ich darf keine Bankdinger mehr haben, also man wird auch mein ganzes Geld haben und so weiter und so weiter. Und ja, dann fand ich das dann doch schon ein bisschen sehr krass. Und wenn du jemand bist, der in einer Situation ist, wo man sowas braucht, wo man sowas hat oder wo man einfach da das einfach, ja, man keine andere Wahl hat, mehr oder weniger, dann ist es ja wirklich, ist es ja wirklich so, dass es, wartet mal ganz kurz, entschuldigt. Ja, dann ist es auf jeden Fall so, dass man dann ja nicht wirklich die große Wahl hat. Und meine Mama hat mir dann eine Geschichte erzählt. Kann ich die erzählen? Ja. Die Geschichte? Die du mir gerade erzählt hast? Die von deinem Bekannten? Nee. Gut. Ähnlich. Dass es dann wohl auch solche Fälle gibt, wo diese Leute, die dann für dich zuständig sind, es gibt ja zweierlei Arten. Entweder du hast jemanden im Bekanntenkreis oder Verwandten, der sich dann um dich kümmert, oder du kriegst vom Staat jemanden zugewiesen. Kann ich mit Tante Lotte? Die wäre sicher beleidigt. Wird sie noch nie erfahren. Was muss? Wie soll sie das erfahren? Lauf das Band, ne? Ja.
noch die Möglichkeit gibt, dass man vom Staat jemanden zugewiesen kriegt. Also, es ist jetzt meine persönliche Ding. Ich glaube, wenn man jemanden, wenn man sich früh genug drum kümmert, also mit irgendwelchen Verfügungen, Testament, Dingern, nee, wenn man Testament hat, ist man schon tot. Vollmachten, weil Testament ist man schon tot. Also, da kann man nicht mehr großartig sagen, hey, ich bin gestern gestorben, aber bitte lass doch den Hans-Josef sich die nächsten 3 Jahre um mich kümmern. Das stelle ich mir gerade ein bisschen komisch vor, entschuldigt. Ja, aber wenn man Vorsorge für Vollmachten und so weiter ausfüllt, solange man noch selbst geistig fit genug ist oder auch gesund genug, dann kann man wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich verhindern, dass eine komplett fremde Person alles über einen bestimmen darf. Und ich für meinen Teil, ich bin ja jemand, ich bin unglaublich freiheitsliebend und unglaublich faul, aber das ist eine andere Geschichte. Ach, ich bin auch nicht wirklich faul, eher so bequem und lustlos. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwer die alle Entscheidungen über mein Leben treffen durfte, den ich nicht kenne, jemanden, der mir komplett fremd ist, jemanden, wo ich nicht weiß, ob er mich nicht auch, ob er mich einfach auch noch ausnutzt. Ich meine, kann ja sein, dass die haben ja dann die komplette Bank vollmacht. Und kann ja dann sein, dass die dir dein Konto leer räumen und du dann da hockst mit einem mageren Butterbrot, wo nur noch so ein halber Buttertruf ist. Und ja, es ist einfach so, dass wenn man sowas macht, dass man dann auf jeden Fall, oder wenn man sowas braucht, dann sollte man auf jeden Fall, oder wenn man als Elternteil auch hier jetzt mal kurz angemerkt, das Gefühl hat, dass das Kind vielleicht irgendwann in so eine Situation kommt, wo es sowas nicht schlecht wäre, dass es vorgesorgt hat, lasst jeden Vollmachten ausfüllen, weil im Zweifel ist eine ausgefüllte Vollmacht, wie ich schon mal gesagt habe, immer eine gute Sache. Und ich bin einfach der Ansicht, solange solche Sachen in der Familie bleiben, ist man immer bei jemandem, der sich im Zweifel mehr für dich interessiert, als wenn es bei jemandem komplett Fremdes ist, der dafür Geld kriegt und der nicht dazu verpflichtet ist, dich zu mögen. Und der dann auch solche Sachen machen kann, wie einfach dich sitzen lassen, mitten auf einer Parkbank, wo du dann nicht mehr heimfindest oder irgendwelche solche Sachen, wo man sich dann eigentlich denkt, wie kann ein Mensch was machen, aber ja. Er kann es, wer es kann. Das ist jetzt ein blödes Motto, aber ist das wirklich so? Ja, und ich bin einfach jemand, ich möchte euch da auch bei solchen Sachen einfach den Tipp mitgeben. Denkt immer nicht nur an heute, denkt auch an morgen, weil morgen kann schon heute Abend eintreffen. Ist das düster? Ja, also ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich setze mich jetzt irgendwo in der Ecke, wo es ganz dunkel ist, höre mir Ain't No Sunshine When She's Gone an und trinke dabei Whisky und hoffe, dass ein Regenschauer kommt, damit ich auch noch deprimierter aussehe. Weil nach diesem deprimierenden Thema kann man ja nicht mehr happy durch die Gegend hüpfen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video geholfen. Wer gefallen hat, muss ich sagen, der Inhalt war schon sehr düster. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an diebell.treatment@outlook.com oder ihr könnt mir auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine Nachricht einfach hier auf YouTube. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao!